Jo, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Subsistence. Und wie ihr seht, ich habe mir hier eine Plattform gebaut. Wenn ihr oder wer meine letzte Folge zu Ende geschaut hat, der hat mitbekommen, dass ich hier wieder in der Nische gesessen habe, hier, ne? In der Einhöhlung hier unter dem Felsen. Und das waren zwei Aufnahmen, die ich hatte. Das ist mir dann in der letzten Aufnahme aufgefallen. Mensch, du hast ja denselben Fehler wieder gemacht. Und dann bin ich natürlich gleich reingegangen und bin wieder woanders geglitscht. Zu meinem eigenen Bedauern musste ich feststellen, dass ich denselben Fehler wieder gemacht habe. Und dann bin ich hier zurück. Wollte den Wolf gerne noch haben, auf jeden Fall. Der Wolf ist allerdings Level 2. Ich weiß nicht, jetzt ist hier gar keiner, wie es aussieht. Und hier war ein Bär. So, und der Bär hat mich angeknurrt und ich bin dann aber schnell auf das Fundament hier hoch. Und der Bär hat dann auch einmal dagegen gehauen und hat dann abgelassen und ich habe ihn dann aber mit einem Pfeil wieder angelockt und der war hier hinten irgendwo, also so ein bisschen hinterm Felsen, und wo ich den mit dem Pfeil angeschossen hatte, kam der hier so angesprungen, so richtig in der Luft, wahrscheinlich irgendwie über den Felsen, wie ich das auch schon mal in meinen Kommentaren zu stehen hatte. Auf jeden Fall hat er dann hier auf meiner Plattform gestanden und ich hatte noch 7 Gesundheit, hab die Pump aber in der Hand gehabt und hab dann 2 Schrotpatronen reingejagt und hatte Glück, dass ich lebend davon gekommen bin. Den gleichen Verband angelegt und dann ein neues Lagerfeuer zurechtgemacht, weil das alte auch gerade kaputt gegangen ist. Und ja, auf jeden Fall hatte ich da Riesenglück und hab dann allerdings von den Bären ein bisschen Fett und 2 dicke Steaks bekommen. Und ich würde sagen, den Wolf lassen wir jetzt da hinten Wolf sein und machen uns auf den Weg nach Hause. Nehmen die Asche noch mit. Ich lasse das Fundament und das Feuer hier stehen. Genau, wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Der Tag ist ja nun schon ein kleines bisschen vorangeschritten. Ich hätte vorhin im Menü auf die Uhr gucken können. Habe ich nicht getan. Gut. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, nochmal gut gegangen. Ich bin mit einem großen Schrecken davon gekommen. Warum ich den Fehler nochmal gemacht habe? Gute Frage. Ich hatte schon wieder meine Gedanken wohl ganz woanders und habe abgespeichert einfach. Und habe das dann sozusagen in der zweiten Aufnahme, aus der zweiten von 2, wo ich das im Schneidprogramm hatte, habe ich das dann gesehen. Und habe das dann natürlich noch geregelt bekommen. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt nach Hause, würde ich sagen. Die Tasche, die lassen wir, glaube ich, hier, weil da ist der Wolf. Das Fundament ist auch nicht gerade so, dass ich da einfach hochspringen kann. Ich muss von der einen Seite dort hochspringen und ja, ich will mir den Ärger, den ich dann eventuell habe, jetzt lieber ersparen. Wir können uns ja die Kiste hier holen. Ja, das geht. Und dann geht's in Richtung nach Hause. Vielleicht schaffen wir es heute. Wenn es nicht mehr allzu weit ist, dann könnte man ja in Erwägung ziehen, auch im Dunkeln zu gehen. Ich schaue jetzt bloß gerade, wo ich meinen Punkt habe. Okay, da lang müssen wir. Richtung Südosten. Ja, Leute,
bin ich wirklich glimpflich davon gekommen. Ich bin ja übelst froh, das könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen. Und ja. Dann sollten wir jetzt vorsichtig nach Hause gehen. Keine langen Federlesen mehr machen. Vielleicht das Hühnchen, was jetzt wahrscheinlich gerade weggerannt ist, holen. Aber wir werden vielleicht unterwegs auch noch eins sehen. Hier haben wir Metallschrott. Zweimal gleich. Natürlich mit. Der Wolf hat uns scheinbar bloß immer angeknurrt. Ja. Also, wie gesagt, das waren zwei Videos in einer Session, die ich gemacht habe. Deshalb bin ich da auch zwischendurch auf die Tipps nicht eingegangen, konnte darauf nicht eingehen. Die Tasche lasse ich dort sein. Und ja, so. Und ich werde heute auch wieder, ich denke, drei Videos mit dem zusammen, drei Videos in einer Session aufnehmen. Ich glaube, die Elche sind im Herbst ein bisschen aggressiv. Da sollten wir vielleicht auch einen Bogen drum machen. Sonst kann es passieren, dass der uns vielleicht angreift. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen so gut wie möglich heile nach Hause kommen. Ich bin froh, dass ich das Ganze überlebt habe. Wie schon gesagt. Deswegen werden wir da keine langen Faxen jetzt machen unterwegs. Leber können wir uns dann versuchen zu holen, wenn wir heim sind. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen in nächster Zeit vorproduzieren, weil ich dann in den nächsten ein, zwei Wochen ein bisschen was zu tun habe. Ich bin ja vor einer Weile umgezogen durch gewisse Umstände und ja, habe in meiner alten Wohnung dann jetzt noch ein bisschen was zu tun. Noch bezahle ich Miete dort, aber da muss ich noch ein bisschen was regeln sozusagen, ne? Und da habe ich dann ein bisschen weniger Zeit, vielleicht sogar ein bisschen viel weniger Zeit. Deswegen will ich sehen, dass ich ein bisschen was vorproduziere. Also nur zur Information, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr mir irgendeine Hilfestellung gebt oder Informationen, ne, Tipps und Tricks, dass ich die nicht beachte. Ich sag's ja auch eigentlich dazu, wenn ich was vorproduziere, wenn ich das weiß, dann sage ich es ja so zeitig wie möglich dazu, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Und wer das hier dann wirklich verfolgt, sage ich mal von Anfang bis Ende, der weiß dann auch Bescheid und dann gibt es keine Missverständnisse, ne? Wie gesagt, ich nehme gerne Tipps und Tricks und Ratschläge an, allgemein, und ja, deswegen nicht wundern, wenn es mal nicht gleich in der nächsten Folge passiert oder vielleicht auch in der übernächsten Folge noch nicht, dann habe ich ein bisschen was vorproduziert. Irgendwo war hier ein Bär, ne? Ich muss mal kurz auf die Map schauen. Ja, wir müssen nach Richtung Osten. Südosten. Irgendwo war doch hier Mr. Pets gewesen.
ist schon noch ein Stückchen bis nach Hause, ne? Mal sehen, ob wir es heute an diesem Tag schaffen hier in dieser Folge. Vielleicht, wenn es nicht mehr allzu weit ist, gehe ich die Nacht durch. Ja, wir bräuchten ein bisschen Gemüse. Vielleicht sollten wir uns unterwegs doch nochmal ein Feuer machen, das werden wir dann sehen. Ich habe natürlich auch dann sozusagen, wo ich das geregelt habe, wegen meinem Fehler, dass ich wieder gespeichert habe, habe ich auch OBS auf Aufnahme gedrückt, in meiner Aufregung aber ein paar Mal hintereinander und musste dann feststellen, dass es hat zwar auf, ich hatte zwar auf Aufnahme gedrückt, das war sozusagen aktiviert, aber es hat nicht aufgenommen. Wahrscheinlich dadurch, dass ich zwei, dreimal schnell hintereinander gedrückt habe, war dort ein kleiner Fehler drin, nehme ich an, und dadurch hat das dann nicht aufgenommen. Ja, sorry, das ist ein Telefon, das neben mir liegt. Das habe ich leider nicht auf Vibration oder stumm geschalten. Bloß ich möchte das jetzt auch nicht rausschneiden, ne? Haben wir mal ein bisschen Musik im Spiel. Ja. Und ansonsten hätte ich euch das natürlich gezeigt. Ich hätte es euch gerne gezeigt, weil es ja gut gegangen ist. Und ich hätte es euch auch so gezeigt. Ich habe da nichts zu verheimlichen, ne? Sag ich mal. Und ja, von daher. Aber wie gesagt, hat nicht richtig funktioniert, so wie es sollte. Oh, hier haben wir einmal Heidelbeeren noch. So. Gut, aber ihr seid auf dem Laufenden und ja, ich bin manchmal mit meinem Kopf ganz schnell irgendwo anders und habe dann dadurch halt den Fehler gemacht. Ganz blöder Fehler, aber ist nun passiert und wie gesagt, ist ja gut gegangen. Ich denke, ein drittes Mal wird es wahrscheinlich nicht passieren. Aber eine hundertprozentige Gewähr gibt es dafür natürlich nicht, ne? Und ich sage mal, oder hab auch so ein bisschen die Hoffnung, dann wird es euch nicht so schnell langweilig, denn ja, wenn alles glatt laufen würde, immer, dann würde das, glaube ich, auch ganz schnell mal langweilig werden, ne? Deshalb, naja. Jeder macht mal Fehler, ne? Ist halt so. Ich mache nicht gerne Fehler, ne? Ich bin so ein Typ, der nicht gerne Fehler macht, sag ich mal, aber ja, muss man sich halt eingestehen, ist halt so, ne? Und wenn man mit dem Kopf halt mal woanders war und dann den Fehler gemacht hat, dann ist das halt so, ne? Und jeder macht mal Fehler. Perfekt ist niemand, sowas gibt's nicht zu 100%. Und deshalb sind wir da alle irgendwo gleich, ne? Der eine macht mehr Fehler, der andere weniger. Aber jetzt guck mal nach vorne. In Richtung Base-Erweiterung auf jeden Fall auch. Da wird in nächster Zeit einiges passieren. Da dürft ihr dann auch gespannt sein, ne? Als allererstes wird auf jeden Fall die Werkbank drankommen. Da muss ich jetzt nochmal genau schauen, was ich dafür genau brauche. Und dann werden wir das als erstes in Angriff nehmen. Ich lasse das Erz jetzt da. Ich hätte es normalerweise geholt, aber wie gesagt, ich will sehen, dass wir hier. Oh, wir sind ja schon da.
Ah, okay, ich habe die Base nämlich gesucht. Die ist weiter rechts. Da sind wir eine schöne Linie gegangen. Da haben wir keine Probleme hier. Jetzt müssen wir bloß sehen, dass wir keine Probleme hier vorne bekommen. Gemüse haben wir zu Hause, das ist auch gut. Jawohl, der dritte Treffer hintereinander. Und aber es lebt wieder. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal Eiweiß und Gemüse haben wir ja auch ein bisschen da. Ich hoffe, dass das nicht verdorrt ist oder verjammelt, aber dürfte eigentlich nicht im Beet, ne? Das hat mir, glaube ich, auch mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass man das gerne in den Beeten lassen kann. Und sich das sozusagen dann immer frisch aus dem Beet am besten pflückt. Ich hoffe, der Wolf sieht uns nicht. Genau, also dürfte das ja nicht verdorren. Hier haben wir noch einen Baumwollsamen. Sehr gut. Hier scheint erstmal keiner zu sein, der uns auf den Senkel gehen könnte. Was ich natürlich sehr, sehr nice finde. Gut, dann haben wir es ja noch locker vor der Dunkelheit geschafft. Das ist gut. Sehr gut sogar. Ja, der Bär war natürlich, der war Level 1 gewesen. Der hat zwei Steaks gegönnt und ein bisschen Fett, ganz paar Brocken, ich glaube 3 oder 4 Stück. Und halt einmal Stoff. Ja. So Leute, wir sind wieder zu Hause, ne? Home sweet home. Sehr gut. Ich bin auch froh, dass wir wieder da sind, auf jeden Fall. Sehr froh sogar, dass wir auch heile angekommen sind. Und in den letzten Folgen, ich glaube, es waren jetzt 4 oder sind 4 mit der, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, dass wir auch überlebt haben, wenn auch nach der letzten Folge gerade so, ne? Aber wir haben es überlebt. Und dann kann es jetzt hier in der Base und an der Base ringsherum weitergehen. Auch mit der Lebersuche. So, die Pfoten gewaschen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier alles mit nach Hause gebracht haben. Gut, wir hatten bloß noch einmal Stoff da gehabt, ne? Federn haben wir reichlich. 9 Stück. Naja, was heißt reichlich? Könnten auch mehr sein, ne? Im Endeffekt. Nägel haben wir auf jeden Fall jede Menge mitgebracht. Und wir sollten uns vielleicht erstmal den Ofen anmachen, ne? Habe ich überhaupt noch Holz? Nee, müssen wir ein bisschen Holz machen. Gut, dann werden wir das erstmal tun. Dann werden wir erstmal das Karnickel braten und die Hühner, das Huhn und die Karnickel braten. So rum wird ein Schuh draus. Genau. Dann holen wir uns ein bisschen Gemüse. Und dann werde ich in der Nacht das Inventar weiter ausräumen. Dann schauen wir noch mal kurz nach der Werkbank, wenn ich das jetzt nicht wieder vergesse, ne? Mit meinen abschweifenden Gedanken manchmal kann das schon mal passieren. Ich hatte es gerade schon erzählt, ne? Ich glaube, ich brauche es euch nicht noch mal vorkauen. Ist halt manchmal so, dass man viele Sachen im Kopf hat, nicht nur das eine, und dass man sich dann im Endeffekt auf die eine Sache konzentrieren will, aber manchmal auch gar nicht kann. Aber mehr will ich dazu auch unbedingt gar nicht sagen. Denn ich möchte mich hier jetzt an der Stelle nicht ausheulen irgendwie oder so, ne? Ist halt manchmal so, es ist halt manchmal so, ne? Und ja. Manchmal hat man halt zu viele Sachen im Kopf im Endeffekt, ne? Zu viele. Was nicht besonders gut ist. So, den Baum holen wir uns noch.
Oder vielleicht auch zwei, die stehen ja nah beieinander hier. Und dann machen wir uns erstmal was zu essen. Oh. Da ist Mr. Petz, ne? Dem müssen wir nicht in die Pranken laufen. Frieren geht es ja noch, es sind auch 4 Grad. Ne? Ja, da haben wir schon ein bisschen gefroren, aber da waren wir auch ein bisschen höher gewesen. Gut Leute, wir gehen heim. Mist. Das war einmal daneben getroffen. Ist mein Pfeil hier noch irgendwo? Ich glaube, den finden wir jetzt nicht. Okay. Lassen wir es gut sein. Ja, aber das grüne Licht, das ist schon nice. Das macht schon seins. Gut, dann wollen wir mal. Den Ofen anheizen. So, wir hatten auch Streichhölzer, ne? Dann benutzen wir die gleich. Ja, das Holz muss natürlich hier rein. So. Reichlich Asche zum Düngen. Und dann schlachten wir gleich erstmal unser Fleisch hier. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal Eiweiß drin. Ich warte jetzt auch so lange, bis das fertig ist. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie wir dann hier in der Base weitermachen. Wie gesagt, das erste wird die Werkbank sein. Auf jeden Fall. Und der Rest wird sich dann zeigen. Ne? Mit 11 Stoff können wir jetzt auch nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht genau, was ich für die Werkbank brauche. Ne? Ich will jetzt auch nicht weggehen hier vom Ofen. Dann vergesse ich wieder das Fleisch. Das wäre der nächste Fauxpas. Und das muss ja nicht sein. So, Angelleine haben wir auch noch dreimal. Eiweiß sieht ganz gut aus. Die Brumpf der Elche hat begonnen. Aha, das was ich vorhin schon gesagt habe, wird uns sogar angezeigt, gewarnt. So, hier scheint keiner rumzurennen. Ne? Also ich meine nicht kein Elch, aber irgendein Buschwanderer hier. Hier haben wir noch mal Karotten. Hellkräuter können wir uns auch nehmen. Tomaten, die werden wir bestimmt auch brauchen. Gut, wir versuchen erstmal mit den Karotten klar zu kommen. Hier sind auch noch welche, ne? Gut, ich glaube, das reicht uns vielleicht schon. Ein paar Samen wollen wir ja allerdings auch wieder draus ziehen. So, können wir auch noch einen Schluck trinken, da machen wir uns da Neues. Gut, wir essen gleich mal 3. Nochmal 3. Ja, das sieht doch gut aus. Und nochmal 3. Oder lieber bloß eine.
Ja, ich glaube, die drei hätten wir noch vertragen können. Und aus den anderen drei ziehen wir uns zusammen. So, gut. Leute, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns ist ein Bart gewachsen, hatten wir den vorher mal schon gehabt. Weiß ich jetzt gar nicht, vorher mal, wo ich das Männchen euch gezeigt habe, ne, wo ich noch meinte, der sieht ja aggressiv aus. Der hatte, glaube ich, noch keinen Bart gehabt. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn das so ist, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert auch gerne. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen, weil ihr dann einfach nichts verpasst. Und wenn du zusätzlich noch die Glocke aktivierst, wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Und ihr könntet mich unheimlich mit den drei bzw. auch vier Sachen in meinem YouTube-Algorithmus ungemein unterstützen. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.